In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Katz-und-Maus-Spiel so erweiterst, dass sich mit jedem gefressenen Käsestückchen, also jedem Punkt, den du als Spieler gesammelt hast, die Schwierigkeit etwas erhöht und wie du außerdem einen solchen ganz typischen Schachbrettküchenboden für dein Spiel als Hintergrund hinbekommst. Um dein Katz-und-Maus-Spiel so zu programmieren, dass es mit jedem gesammelten Käsestückchen bzw. Punkt für den Spieler ein ganz klein bisschen schwieriger wird, der Katze zu entkommen, gehst du als erstes auf die Katze. In deren Skript müssen wir nun eine kleine Veränderung vornehmen, und zwar an dieser Stelle hier. Ich möchte dieses Gehe-Vierer-Schritt so verändern, dass es mit jedem gesammelten Punkt um 0,1 anwächst. Hierzu brauche ich zwei Blöcke aus dem Bereich Operatoren. Einmal den Plus-Operator, den ich direkt hier hineinziehe, und dann noch den Mal-Operator, den ich in das zweite Feld des Plus-Operators packe. Also so. Nun schreibe ich in das erste Feld wieder die 4 von den G4er-Schritt, die ich vorhin hatte. Und zu diesen 4 Schritten soll jetzt immer die Anzahl der Punkte mal 0,1 hinzukommen. Ich schreibe also in dieses Feld hier schon einmal 0,1, in Computersprache also 0,1 hinein. Und in das noch freie Feld ziehe ich aus dem Bereich Variablen meine Variable Punkte hinein. Wenn du das Ganze jetzt einmal ausprobierst und merkst, dass dir das Spiel, also die Katze in dem Fall, vielleicht noch etwas zu schnell ist oder einfach die Schwierigkeit zu stark, zu rasch ansteigt, dann kannst du ja im Skript der Katze in diesem Bereich hier Veränderungen vornehmen. Zum Beispiel kannst du aus der 4 eine 3 machen. Dann ist die Katze am Anfang gar nicht so schnell. Und die Anzahl der Punkte, die kannst du zum Beispiel auch anstatt mit 0,1 mit 0,05 mal nehmen. So steigt die Schwierigkeit quasi halb so schnell an. Du kannst ja hiermit ein bisschen experimentieren und die Einstellungen wählen, die für dich die richtigen sind. Jetzt kümmern wir uns noch um das Design des Hintergrundes. Hier möchte ich einen schachbrettartigen Küchenboden haben. Ich klicke hierzu auf Bühnenbilder und gehe dann auch oben hier in den Reitern auf Bühnenbilder. Ich wähle mir hier das Werkzeug Rechteck aus und stelle als Füllfarbe erst einmal Weiß ein und nehme aber hier keine Randfarbe. Dann mache ich mir ein weißes Quadrat, also ein Rechteck, bei dem alle vier Seiten gleich lang sind, und schiebe es hier nach oben links in die Ecke, sodass es sich genau einfügt. Noch ein bisschen korrigieren. Also so. Danach stelle ich mir als Füllfarbe Schwarz ein und mache von der Mitte dieses Quadrates aus zwei kleine Quadrate. Also einmal so und dann noch so. Danach nehme ich das Auswahlwerkzeug, wähle hier diese vier kleinen Quadrate aus, gehe auf Kopieren und füge sie ein. Und die Kopie platziere ich so, dass sich mein Schachbrett sozusagen erweitert. Das mache ich jetzt ein paar Mal. Und zwar so lange, bis sich mein Schachbrettküchenboden über beinahe die ganze Fläche erstreckt. Diese kleine Lücke hier unten übrigens, die kannst du schließen, indem du alles auswählst, also alle Quadrate, die du bisher gemacht hast, und dann an diesem Pünktchen hier etwas nach unten ziehst. Im
Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du dein Katz-und-Maus-Spiel um Hintergrundmusik und um Geräusche erweitern kannst. Also, bleib dran und bis gleich!